Hallo allerseits, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Online-Workshop möchte ich euch zeigen, wie ihr mit dem Lasercutter bei uns im Makerspace an der Technischen Hochschule in Wildau ein solches individuelles Puzzle herstellen könnt. Viel Spaß! Das Bild, welches ich für diesen Workshop verwende, ist von Alex Trevino. Er hat diese Grafik mit Blender entworfen und sie hat viele schöne kleine Details, weshalb es gut für ein Puzzle geeignet ist. Ihr könnt aber natürlich auch zum Beispiel einfach ein Foto nehmen, zum Beispiel von eurem letzten Urlaub. Dieses Beispiel ist ganz gut geeignet, weil es wieder viele kleine Details hat, verschiedene Farben und Tiefen. Hier ist ein Beispiel, was nicht ganz so gut geeignet ist, denn ihr habt hier große Flächen einfarbig und das lässt sich am Ende einfach nicht ganz so gut puzzeln. Ich werde später das Puzzle aus einer 3 mm MDF-Platte lasern. Unsere Platten, die wir hier im Lab vorrätig haben, sind 250 mm breit. Deswegen werde ich für dieses Beispiel unseren DIN A4 Drucker benutzen. Ihr habt aber natürlich auch die Möglichkeit, unsere Plotter zu nehmen und die Laserfläche voll auszunutzen und ein ganz großes Puzzle zu machen. Da der Drucker ja aber immer einen kleinen weißen Rand lässt, habe ich das tatsächliche Bild genau ausgemessen, damit wir später die Maße dann in unserer Datei benutzen können. Um sicherzugehen, dass wir das Bild genau an die Stelle auf die MDF-Platte kleben, wie wir es an der Datei angelegt haben, habe ich mir erst ein paar Hilfslinien auf die MDF-Platte graviert, später dann das Bild genau an die Markierungen zu kleben, um dann das Puzzle-Raster an die richtige Stelle zu bekommen. Das Puzzle-Raster selbst kann man sich ganz einfach im Internet erstellen lassen. Da gibt es verschiedene Seiten. Ich werde euch diese hier in der Videobeschreibung verlinken. Der obere Schieberegler hier ist sozusagen der Zufallsgenerator. Wenn ihr hier die Zahl verändert, ändert sich einfach das Raster zufällig. Und wenn ihr sozusagen zweimal das gleiche Puzzle machen wollt oder Puzzle kombinieren möchtet, müsstet ihr hier die gleiche Nummer verwenden. Bei dem Regler direkt darunter könnt ihr dann noch die Größe der Verbindungsteile, also der Nasen, die Teile dann zusammengesteckt werden, vergrößern oder verkleinern. Dann wiederum darunter der Regler, da könnt ihr die Teile noch etwas verzerren und so eindrehen. Und dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, die Puzzleteile selbst in der Größe zu verändern und die Größe des Puzzles insgesamt. Ich habe die Größe, die wir vorhin gemessen haben, von unserem Bild genommen und da nochmal 2 mm abgezogen, damit wir auf gar keinen Fall einen weißen Rand im Bild haben. Und im Anschluss dann auf Download SVG geklickt und dann könnt ihr das Ganze in Illustrator importieren und die Laserdatei vorbereiten. Nachdem ich mir die Markierung auf die MDF-Platte graviert habe, kann ich dann auch das Bild aufkleben. Nehmt bitte etwas Zeitungspapier zum Unterlegen, damit ihr unsere Werkbank etwas schont. Den Sprühkleber, den ich verwendet habe, habe ich probiert, möglichst gleichmäßig über die ganze Fläche zu verteilen und hierbei nicht zu viel und nicht zu wenig aufzutragen. Und anschließend habe ich das Bild in die Markierung gesetzt und gleichmäßig mit einem Rakel festgedrückt. Der Kleber trocknet relativ schnell, sodass die Platte dann auch gleich schon in den Lasercutter eingelegt werden kann. Die Puzzleteile werden von hinten geschnitten. Es hat sich gezeigt, dass wir da ein besseres Ergebnis kriegen, weil die Schnittbreite auf der unteren Seite etwas geringer ist als oben. Wer möchte, kann auf die Rückseite des Puzzles noch eine kleine Botschaft eingravieren. Das WinLab ist letzte Woche 10 Jahre alt geworden und dazu möchte ich ihm alles Gute wünschen. Wenn ihr noch nicht so ganz genau wisst, wie der Lasercutter funktioniert und wie die Dateien dafür erstellt werden, schaut doch mal auf unserem Kanal, da haben wir schon einige Anfänger-Tutorials. Ich verlinke euch da auch noch mal was in der Videobeschreibung. Das Puzzle an sich ist dann auch schon fertig. Ich werde euch jetzt noch kurz zeigen, wie ihr dafür eine kleine Box generieren könnt. Es gibt im Internet verschiedene Box-Generatoren, die speziell fürs Lasercutten entwickelt wurden.
Auf dieser Seite hier gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Boxen und andere Dinge zu generieren. Für das Puzzle nehme ich diese ganz normale Box hier. Ich kann dann hier die Maße eintragen, wie groß meine Box sein soll. Außerdem muss ich noch die Materialstärke angeben. Das sind 3 mm, das ist hier also schon richtig. Und danach mache ich noch eine zweite Box, die etwas größer ist, nämlich genau um die Materialstärke und noch 1 mm dazu, damit das Ganze etwas Luft hat und nicht zu schwer geht. Und auch hier kann ich mir wieder ein SVG-Datei runterladen, welche ich dann in Illustrator importiere und das PDF für den Lasercutter erstelle. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Schachtel natürlich auch noch gravieren. Das geht auch noch hinterher. Der Lasercutter kann den Tisch ziemlich weit herunterfahren. Dann müsst ihr die Schachtel noch etwas beschweren und dann könnt ihr es auch noch im Anschluss gravieren. Und dann kommen wir auch schon zum Ende des heutigen Workshops. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Puzzeln und bis zum nächsten Mal. Tschüss.